In Serbien heißt es, dass alles in der Kneipe beginnt und endet. Man feiert die Geburt von Kindern, dort verlieben sich Paare, man schließt Geschäfte ab, man entspannt nach anstrengender Arbeit, man trinkt als Erinnerung an Verstorbene. An Kneipentischen wurden Gesetze erfasst, Regierungen wurden gestürzt, Journalisten schrieben dort ihre Berichte. Kneipen besuchten Händler, Handwerker, die Elite, Künstler. Dort aß man, trank man und schlief. Die erste Kneipe in Belgrad wurde von den Türken 1522 eröffnet, in einem Haus im Stadtteil Dorćol, und dort diente man Kaffee. So hatte Belgrad seine erste Kneipe vor Paris, Wien, London und anderen europäischen Metropolen. In der ersten Zeit diente man nur Kaffee. Der Name Kafana für Kneipe im Serbischen wird seit 1738 benutzt, als die Türken wieder nach Belgrad kamen nach der österreichischen Herrschaft. Das bekannteste Kneipenviertel in Belgrad ist Skadarlija, welches bis 1825 ein Feld mit Löchern war, durch welches ein Bach floss. Dieses Viertel trägt seinen Namen wegen der Skadarska Straße, welche 1872 so benannt wurde. Der Raum des jetzigen Skadarlija erstreckt sich in den Stadtteilen Dorćol und Palilula, und dort haben die Belgrader Bohemians ihre Republik gegründet. Die Skadarska Straße ist im strengen Zentrum Belgrads und erstreckt sich in einer Länge von 500 Metern. Wegen der Nähe des Nationaltheaters lebten dort im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts viele Schauspieler. Dann kamen andere Künstler, Dichter, Maler, Schriftsteller. Es ist bekannt, dass Schauspieler vor Auftritten nichts essen. Die Gelegenheit dafür kommt nach den Vorstellungen, fast gegen Mitternacht, wenn die Tension abebbt. Daher befinden sich in der Skadarska Straße die ältesten Kneipen Belgrads, wo viele Künstler die Morgengrauen erwischt haben. Đura Jakšić, Danilo Danilović, Dobrica Milutinović und Čiča Ilija Stanojević. Skadarlija sieht auch heute aus wie damals. Türkischer Pflasterstein, nicht zu sehr beleuchtet. Heute ist die Straße ein Muss für Touristen, mit bekannten Kneipen wie Tri Šešira oder Drei Hüte, Dva Jelena, Zwei Rentiere und so weiter. Die älteste Kneipe in Belgrad, die auch heute aktiv ist, ist Znak Pitanja oder Fragezeichen, die seit 1823 aktiv ist. Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts war diese Kneipe auch eine Galerie. 1823 baute das Haus ein griechischer Architekt für den serbischen Diplomaten Naum Ičko. Das Haus wurde von Fürst Miloš seinem persönlichen Arzt Toma geschenkt. Dieser wandelte es in eine Kneipe um. Die Kneipe hieß auch Bei Toma und 1878 änderte sie den Namen in Beim Hirten. 1892 wollte man den Namen in Bei der Kathedrale ändern, damit sie leichter zu finden ist, aber die Kirche war dagegen. Damals gab man der Kneipe dann vorübergehend den Namen Fragezeichen und dieser Name blieb bis heute. Kneipen weichen heute von modernen Restaurants zurück. Belgrad wird in Reiseführern als Ort des Nachtlebens gefeiert, so wird es auch Silvester sein, wo die Gäste mit ihren Gastgebern mit heißen Rhythmen, heißem Schnaps, Gesang und Lachen das neue Jahr empfangen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Freude.